Bevor ich da aufkläre, wie wir zu dem Titel gekommen sind, möchte ich noch einem illustren Trio alles Gute von dieser Stelle aus wünschen. Also wie ich höre, ist ja die Frau Verteidigungsministerin mit dem Herrn Bundeskanzler und mit der Landeshauptfrau von Niederösterreich derzeit in Tirol auf Skiurlaub. Ich wünsche ein kräftiges Skiheil und ich hoffe, es passiert Ihnen nichts und Sie kommen wohlbehalten wieder zurück und können vielleicht auch die Gelegenheit nützen, um über die aktuellen Probleme der ÖVP zu sprechen. Warum wir diesen heutigen Titel gewählt haben, Jets Schwarz-Weiß, das ist der Versuch gewesen, eine schwierige Klammer zuzumachen. Und zwar, wie wir wissen, ist ja momentan, sind ja Jets in aller Munde in Österreich. Und es gibt auf der einen Seite die schwarzen Jets, das sind die Jets der ÖVP und deren Erfüllungsgehilfen. Und auf der anderen Seite gibt es auch die weißen Jets, und zwar die Jets der sogenannten weißen Götter, also der Ärzte, die sich da über Covid-Patienten und impfkritische Menschen lustig machen. Und auch da möchte ich ein bisschen Zeit darauf verwenden, das noch einmal gebührend auch in den Vordergrund zu heben, denn es ist, glaube ich, aus unserer Sicht nicht unerheblich, was sich über 3000 Ärzte gegenseitig in so einer Gruppe ausrichten und wie die auch über ihre Patienten sprechen, und das Ganze noch im Beisein höchst prominenter Politiker. Aber der Reihe nach vielleicht auch noch ein weiterer Erklärungsversuch für diese Klammer. Es gibt eine Relation zwischen der ÖVP und der Corona-Krise, und wie wir sehen, dürfte die Corona-Krise momentan abebben, denn es sind momentan deutlich mehr ÖVPler mit Justiz konfrontiert, als auf der anderen Seite Covid-Patienten auf den Intensivstationen liegen. Und ich glaube, das zeigt auch, dass sich der Schwerpunkt der österreichischen Innenpolitik mittlerweile wieder in eine andere Richtung verlagert. Und ich möchte hier auch versuchen, das Ganze chronologisch aufzuarbeiten, und möchte mal mit dem jüngsten Fall, der uns hier mit ÖVP-Checks und Korruptionsneigung beschäftigt hat, mit dem Herrn Klubobmann Wöginger beginnen. Also es liegt für mich klar auf der Hand, warum der Herr Klubobmann Wöginger hier ausgeliefert werden muss und warum natürlich auch ein politischer Zusammenhang zu seinen Aktivitäten hergestellt werden kann, weil er schlicht und ergreifend, und ich erspare Ihnen jetzt diese ganzen Chats nochmal vorzulesen, aber er hat schlicht und ergreifend seine Position dazu benutzt, um seinen Einfluss geltend zu machen, seinem Bürgermeister Spätzl eine Leitungsposition in einem Finanzamt, im Finanzamt in Braunau, wenn ich mich richtig erinnere, zu organisieren. Was ist dann schlussendlich passiert? Diese Besetzung hat tatsächlich stattgefunden. Die besser gereihte interimistische Leiterin des Finanzamtes ist übergangen worden. Sie hat auch dagegen geklagt. Sie hat auch Recht bekommen vor dem Verwaltungsgerichtshof. Und der Republik ist natürlich ein Schaden entstanden. Zum einen ist diese Dame diskriminiert worden aufgrund einer politischen Intervention des ÖVP-Klubobmanns. Und zum anderen sind ja auch 15.000 Euro Schadenersatz zugesprochen worden. Das ist Geld, das natürlich Geld des Steuerzahlers ist. Und ich stelle mir schon die Frage, warum der Herr Klubobmann Wöginger, wenn er schon so viel Butter am Kopf hat, nicht zumindest hergeht einmal und diese 15.000 Euro aus eigener Tasche der Republik zurückbezahlt. Das wäre mal ein Ansatz und das wäre mal ein Schuldeinsehen. Und auf der anderen Seite frage ich mich auch, warum der Finanzprokurator schon wieder in der Pendeluhr schläft, weil hier ist ja ganz klar, wer diesen Schaden verursacht hat. Und die Finanzprokuratur könnte schon längst hergehen und könnte diesen Schaden, der für den Steuerzahler und für die Republik durch das Vorgehen von Herrn Wöginger entstanden ist, natürlich rückabwickeln und zumindest auch von dieser Seite her schauen, dass sie dieses Geld wieder eintreibt. Das wäre einmal ein erster Schritt zur Sauberkeit in diesem Land und einmal erster Schritt, begangenes Unrecht wieder gut zu machen. Das Gleiche gilt aus meiner Sicht auch für die Causa Siegfried Wolf. Da haben wir die gleiche Situation, nur mit anderen Vorzeichen. Da war es halt nicht der Politiker, sondern der ÖVP-Milliardär und ÖVP-Spender, der sich hier gütlich getan hat, der hier Serviceleistungen aus dem Finanzamt eingefordert hat, der hier mit Thomas Schmidt gechattet hat und geschaut hat, dass seine Finanzprüferin, die dann einen sehr, sehr günstigen Steuerausgleich für ihn gemacht hat, dass die schlussendlich dann auch Leiterin des Finanzamtes Mödling und Baden wird. Also auch da, glaube ich, braucht man immer mehr lang herumtun. Das sieht man ganz genau, dass es hier zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist, Unregelmäßigkeiten, die rückabgewickelt gehören und wo man eben auch genau hinschauen muss. Und mich wundert es tatsächlich, warum man in dieser Republik noch immer so in Agonie liegt und diese Dinge zwar nur mehr zur Kenntnis nimmt, aber keine Konsequenzen mehr daraus folgen. Also ich fordere dringend dazu auf, dass man hier auch für Sauberkeit sorgt, und ich glaube, dass es auch mit dieser Dame noch weitere Probleme geben wird, die schlussendlich dann nach der Finanzprüfung von Siege Wolf diesen Job übergeheißt von Thomas Schmidt bekommen hat. Denn es liegen mir mittlerweile schon wieder anonyme Informationen darauf vor, dass diese Steuerbevorzugung und Steuerbevorteilung von Siege Wolf nicht der einzige Fall gewesen sein soll, der über den Schreibtisch dieser Dame gelaufen ist. Mehr dazu aber noch zu gegebenen
Zeitpunkt. Besonders aufregend in der aktuellen Phase sind aus meiner Sicht die sogenannten Kloib-Müller-Jets. Und ich glaube, das sind die Dinge, die auch ein bisschen einen Einblick in das Kommunikationsverhalten der ÖVP geben und vielleicht auch noch ein Treppenwitz der Geschichte. Ich meine, wenn es wirklich stimmt, dass es ausgerechnet die Gattin des heutigen Bundeskanzlers gewesen ist, die dafür gesorgt hat, dass der Herr Kloib-Müller samt seinem Telefon bei einer Teambuilding-Fahrt auf der Donau über Bord gegangen ist und erst dadurch dieses Problem ausgelöst worden ist, dass das Handy den Besitzer gewechselt hat, dann, wie gesagt, gibt es einen gewissen Treppenwitz dabei, weil ihr Mann ist ja derjenige, der jetzt sozusagen den Scherbenhaufen zusammenräumen musste, mit den Kloib-Müller-Jets auch innerhalb der ÖVP entsteht. Aber das jetzt nur Hörensagen. Ich habe vorher gesagt, man sieht in diesen Kloib-Müller-Jets, und ich habe natürlich auch die Möglichkeit gehabt, in diese Einsicht zu nehmen, ein Sittenbild, wie die ÖVP kommuniziert. Es sind da über 4000 Seiten nachzulesen, wo es um Postenschacher geht, wo es um diverse Abartigkeiten geht und wo es auch darum geht, was die ÖVP von politischen Mitbewerbern und sogar von Koalitionspartnern hält und wie sie diese bezeichnet. Und das lässt schon abgrundtief blicken, wie diese Truppe eigentlich programmiert ist und wie selbstherrlich sie auch umgeht mit Institutionen dieses Staates, wie selbstherrlich sie damit umgeht, Positionen zu verteilen und ja, einfach nur Postenschacher zu betreiben. Ich habe versucht, das Wurzel des Problems der ÖVP-Korruptionsanfälligkeit einmal irgendwie zu finden. Und ich denke, dass uns die Kloib-Müller-Jets hier einen sehr, sehr guten Einblick darin geben, wo die Wurzel des Problems liegt. Und aus meiner Sicht liegt dieses Problem im Bundesland Niederösterreich begraben. Wir haben im Bundesland Niederösterreich einen einstmals sehr, sehr prominenten Politiker gehabt, das war ein gewisser Ernst Strasser, der dann seine Überheblichkeit, der schlussendlich auch mit einer Gefängnisstrafe und mit einer Fußfessel, wenn ich mich richtig erinnere, bezahlen musste. Und dieser Ernst Strasser ist damals dadurch aufgefallen, dass er bei der Zusammenlegung von Polizei und Gendarmerie gnadenlos politisch umgefärbt hat. Alles, was nicht schwarz war, wurde damals schwarz gemacht. Und ich denke, das ist der Ursprung der Idee, wie man mit Institutionen des Staates umgeht. Das ist der Ursprung des Größenwahns, der der niederösterreichischen ÖVP damals gekommen ist und der schlussendlich dann auch auf den ganzen Bund projiziert worden ist. Und wenn man sich anschaut, mit wem dieser Ernst Strasser damals zu tun hatte, na, dann werden wir einige alte Bekannte treffen, denn es spielt sich alles größtenteils im Umfeld des niederösterreichischen AABs ab. Das heißt also, wir haben dort einen Gerhard Karner. Ich glaube, ich brauche nichts dazu sagen, der ist heute Innenminister und Besitzstandsverwalter der ÖVP im Innenministerium. Das muss man ganz klar sagen. Der ist nicht aufgrund seiner Kompetenz und seiner Fähigkeiten dort, sondern der ist dort, um den Deckel draufzuhalten in den ganzen Postenschacher-Geschichten, die die ÖVP in den letzten Jahrzehnten dort veranstaltet hat. Wir haben dort im Umfeld von Ernst Strasser damals gehabt eine Claudia Tanner, die ist zwar nicht beim ÖAB, aber beim Bauernbund. Aber nichtsdestotrotz hat auch die dort ihre Funktion erfüllt. Sie urlaubt ja jetzt auch wieder mit der Landeshauptfamilie Gleiter und mit dem Bundeskanzler. Also auch Claudia Tanner hat dort eine Rolle gespielt. Und für die Journalisten, die gerne mal die Archive bemühen, dann googeln Sie mal Claudia Tanner und die ganze Geschichte mit den Funkgeräten, die unter Ernst Strasser angeschafft worden sind. Da gibt es auch interessante Sachen, da kann man durchaus fündig werden. Da hat sie eine zentrale Rolle gespielt und wurde auch mit einem Beratervertrag ausgestattet, aber das wird jetzt zu weit führen, das auch im Detail zu erklären. Und selbstverständlich sind in diesem NÖAAB-Universum auch noch andere Kapazunter mit dabei, wie die Landeshauptfrau Mikl Leitner, auch die ist ja mit in dieser lustigen Skirunde momentan, Wolfgang Sobotka nicht zu vergessen, langjähriger Chef des NÖAABs und natürlich auch den heutigen Bundeskanzler Karl Nehammer, hier schließt sich der Kreis. Er war immerhin ÖAAB-Generalsekretär und seinen politischen Staat hat er in Niederösterreich genommen und von dort kommt er. Und wenn man das alles weiß, wer mit wem und warum, dann sieht man ganz klar, warum dieses System, das in Niederösterreich begonnen hat, warum diese schwarze Allmacht vom mehrheitlich ÖVP verwalteten Niederösterreich dann schlussendlich in der Bundespolitik Platz greifen konnte und warum dieses System auch übertragen worden ist an die einstmaligen
türkisen Hoffnungsträger. Die haben ja dieses System, genauso wie es in Niederösterreich vorgelebt worden ist, mit aufgenommen. Da ging es natürlich um Parteispenden, da ging es um Vereinswesen und all diese Dinge. Das hat man dann versucht zu verbessern. Man ist halt nur krachend gescheitert und dieses krachende Scheitern würde ich mit zwei Namen konkret in Verbindung bringen. Das war auf der einen Seite der Chronist der ÖVP im Finanzministerium, der Thomas Schmidt, und auf der anderen Seite der Thomas Schmidt des Innenministeriums, der Michael Kloibmüller. Über deren beiden Handys haben wir uns ein Bild darüber machen können, was in dieser Republik alles möglich ist, welcher vertrauliche Ton dort angeschlagen wird, wenn man aus der richtigen Fraktion kommt und was man alles machen kann, vor allem dann, wenn es um Posten geht. Michael Kloibmüller war der Kabinettschef von Johanna Mikl-Eitner und dann auch von Wolfgang Sobotka, und diese gemeinsame Herkunft zeigt schon, warum es in diesem Kloibmüller-Chat so einen vertraulichen Ton gegeben hat und warum vor allem auch immer wichtig war, den Wünschen aus Niederösterreich zu entsprechen. Also wenn man diese 4000 Seiten durchforstet, dann sieht man immer wieder, dass die Landeshauptwahl von Niederösterreich dort mit Personalwünschen glänzt und sich dort und da gütlich tut. Das geht runter bis zu den Kommandanten von eher kleinen Polizeiinspektionen, aber überall dort ist auf der höchsten politischen Ebene gebackelt und geschachert worden, und das kann man diesen Chats sehr gut entnehmen. Ich habe vorher schon gesagt, auch ein Sittenbild des Umgangs mit politischen Mitarbeitern, Mitbewerbern ist hier sichtbar geworden, unter Umständen auch mit Koalitionspartnern, und da möchte ich Ihnen schon ein Beispiel noch einmal kurz zur Verlesung bringen, was die Johanna Mikl-Eitner damals über die SPÖ als Koalitionspartner gesagt hat. Es ging damals im Jahr 2016 um die Reform des BVD, um die Reform des Staatsschutzes, und da ist ein innerkoalitionärer Streit entbrannt zwischen ÖVP und der SPÖ, und da kommt halt einmal noch so eine Meldung wie: Rote bleiben Gesindel, schönen Skitag. Übrigens, heute ist wieder ein schöner Skitag, also das ist ja vielleicht sogar ein witziger Zufall, dass man damals schon über Skitage sich das ausgerichtet hat. Oder unglaublich, diese Sozis. Also auch das ist heute die Wortwahl, die die heutige Landeshauptfrau von Niederösterreich damals gewählt hat. Wenn ich jetzt gerade erwähnt habe, dass es damals um die Reform des Staatsschutzes geht, dann sollten wir uns vielleicht einmal den heutigen Zustand des Staatsschutzes anschauen, des DSN. Der ist auch umgebaut worden, offiziell mit dem Marschall, dass man sozusagen den BVD oder das BVD verbessern wollte, dass man es vertrauenswürdiger machen wollte. Aber was ist tatsächlich passiert? Und ich glaube, das sollte journalistisch auch einmal bewertet werden. Ein Vertrauensmann von Johanna Mikl-Eitner, der bis heute abstreitet, jemals mit der ÖVP in Verbindung gehabt zu haben. Er ist nur mit dem Wahlkampfjanker durch die Gegend gelaufen und hat dann sogar noch auf einem niederösterreichischen Privatsender eine flammende Rede für die Wahl der ÖVP gehalten, aber er hat mit der ÖVP nichts zu tun. Dieser Vertrauensmann, der Herr Hadjavi Birchner, ist mittlerweile Chef des DSN, und der ist natürlich von niemand anderem als von Johanna Mikl-Eitner dorthin entsendet worden. Und all diese Bestellungen, die in diesem Innenministerium in der letzten Zeit stattgefunden hat, sind aus meiner Sicht zu hinterfragen, denn wir wissen aus diesen Chats, es geht nicht um Qualifikation, sondern es geht darum, ob jemand linientreu ist, es geht darum, ob jemand eine Connection zur ÖVP, am besten Niederösterreich oder zumindest zur Gruppe in Hallein hat, und erst dann kann man in diesem Innenministerium etwas werden, erst dann kann man eine entsprechende Position einnehmen. Also man sieht schon, die Frau Johanna Mikl-Eitner hat da gefuhrwerkt, wie sie wollte. Sie hat sozusagen das Amtsgeheimnis, das sie noch inne gehabt hat, als Innenministerin gleich mit nach Niederösterreich genommen. Generell haben diese Barrieren keine Rolle gespielt, wenn es darum gegangen ist, Informationsaustausch zu begehen. Das ist also munter und lustig hin und her gegangen. Ein zweiter, den ich vorher schon erwähnt habe und der auch eine sehr, sehr prominente Rolle in diesen Kloibmüller-Chats spielt, ist aus meiner Sicht der jetzige Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Also auch da sieht man, dass es hier munter und flockig immer wieder zu Interventionen und Personalwünschen gekommen ist, und wie exzessiv das gemacht worden ist, das zeigt sich vielleicht daran, dass sogar die Mitarbeiter von Sobotka schon Sorge darüber gehabt haben, dass sie seine Interventionsliste für den Herrn Bundesminister führen wollten oder mussten. Es gab also im Unterordner des persönlichen Unterordner des Ministers gab es eine Interventionsliste im Innenministerium damals, wo wirklich vermerkt worden ist, wer ist mit welcher Bitte wohin gekommen, was ist für ihn gemacht worden, wer ist wohin entsendet worden, wer ist wohin geschickt worden, für wen hat man sich eingesetzt. Diese Interventionsliste hat sogar den Mitarbeitern Kopfzerbrechen bereitet, und diesen Chats kann man entnehmen, dass auch intern darüber diskutiert worden ist, wie man das dem Minister Sobotka ausredet, diese Liste zu führen, weil man es grundsätzlich für nicht gescheit gehalten hat. Und mich würde schon interessieren,
ob auch diese Interventionsliste einmal den Weg in den Untersuchungsausschuss findet. Denn ich glaube, dann würde sich vieles in dieser Republik nachvollziehen lassen, vor allem was diese schwarzen Backeleien im Innenministerium betrifft, wo wiederum, und ich möchte Ihnen jetzt Einzelheiten ersparen, wo es wiederum bis hin zum Polizeikommandanten, Stellvertreter von Wieselburg oder ich weiß nicht wo, ja, oder im Bezirk Mödling gibt es ähnliche Geschichten, wo dort vom Minister höchstpersönlich interveniert worden ist, wo er von der FCG interveniert worden ist und von der Kameradschaft der Exekutive. Also alles das sind Punkte, die hier tagtäglich am Programm gestanden sind und die aus meiner Sicht eine Frage schon notwendig machen. Kann Wolfgang Sobotka überhaupt noch Vorsitzender dieses Untersuchungsausschusses sein? Ich glaube nicht. Wenn der Wolfgang Sobotka jetzt mit uns gemeinsam aufklären soll als Vorsitzender, welche Personalbestellungen das er vorgenommen hat im Bereich der ÖVP, wo er Zurufe getätigt hat, wo brave ÖVPler vorgezogen worden sind, anderen Leuten, die vielleicht qualifizierter gewesen sind. Also wenn dieser Wolfgang Sobotka dieser Kommission oder diesem Untersuchungsausschuss vorsitzen soll, ja, dann macht man ja den berühmten Bock zum Gärtner. Und ich glaube, das haben wir alle nicht notwendig. Das ist aus meiner Sicht hochgradig unvereinbar und es ist sogar noch eine Steigerungsstufe zu dem, was schon im Ibiza-Untersuchungsausschuss passiert ist, wo wir schon den Alois Mock-Verein hatten, wo wir die Novomatic-Connection von Wolfgang Sobotka hatten, wo wir diese ganzen Vereinsnetzwerke hatten, wo wir diese Personal-Hin- und Herschiebereien hatten und jetzt kommt auch das noch dazu. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn das noch alles nicht reicht, um sichtbar zu machen, dass Wolfgang Sobotka zumindest als Vorsitzender im Untersuchungsausschuss, die Frage könnte man dann irgendwann einmal in seiner Funktion als Präsident stellen, also wenn er nicht einmal für den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses geeignet ist und wenn man das sichtbar machen muss, warum, dann möchte ich auf eine der letzten Meldungen, die wir dazu erhalten haben, verweisen, dass Wolfgang Sobotka im BVD-Untersuchungsausschuss noch damals davon gesprochen hat, dass es nie seinerseits politische Interventionen für die Besetzung von Ämtern im Innenministerium gegeben hat. Naja, mitnichten. Wir haben das jetzt schwarz auf weiß. Im Prinzip hat der Sobotka aus meiner Sicht jetzt das Problem, mit der nächsten Falschaussage vor einem Untersuchungsausschuss umgehen zu müssen. Und für diejenigen, die auch noch die rechtlichen Hintergründe dazu wissen wollen, diese Falschaussage vor Untersuchungsausschüssen, die verjährt nach 5 Jahren. Das heißt, wir sind hier noch im zeitlichen Fenster drinnen, dass man auch Wolfgang Sobotka natürlich diese Falschaussage vorwerfen kann und dass man auch juristisch und rechtlich gegen ihn vorgehen kann. Und ich glaube, dann braucht man immer darüber diskutieren, ob dieser Mann noch tragbar dafür ist, diesen Ausschuss zu leiten, in diesem Ausschuss Vorsitzender zu sein. Ich würde sagen, Game over in dieser Position. Und ich stelle mir die Frage, wie lange es noch dauert, bis analog zum Klubobmann Wöginger auch gegen den Herrn Präsidenten Sobotka ein Auslieferungsbegehren seitens der WKStA kommt und dieses Thema dann auch damit vom Tisch ist. Wenn er Charakter hätte und wenn er damit aufhören würde, im Sinne der ÖVP vor diesem Untersuchungsausschuss zu agieren, müsste er spätestens jetzt die Notbremse ziehen und heute noch erklären, dass er auf diesen Vorsitz verzichtet und dass er seine volle Kraft dafür aufwenden wird, transparent zu sein und Transparenz auch in die Vorwürfe zu bringen, die ihm gegenüber jetzt erhoben worden sind. Ich habe vorher gesagt, dass ich diese Pressekonferenz gerne zweiteilen würde und wir kommen jetzt zu den weißen Jets, die aus meiner Sicht nicht minder spektakulär sind und die auch eine entsprechende Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit verdient haben. Und zwar geht es hier um die Gruppe Ärzte versus Covid-19. Das ist eine Gruppe, die sich auf Facebook gebildet hat, eine geheime Gruppe, wo aber trotzdem über 3000 Ärzte Mitglied sind. Ich habe vorher davon gesprochen, dass es auch prominente Mitglieder da drinnen gibt. Und zwar sind das zum einen der Ärztekammerpräsident Sekeresch, der da drinnen auch fleißig mitgepostet hat und auch aus meiner Sicht fragwürdig ist. Auf der anderen Seite ist es der Herr Dr. Martin Sell, der ist Tropenmediziner, Infektiologe und vor allem Mitglied der Corona-Kommission und Mitglied des Nationalen Impfgremiums. Also auch dem kommt eine sehr, sehr wichtige Rolle, zumindest seitens der Bundesregierung, zu in diesen beiden Gremien. Und der hat sich unterirdisch in dieser Gruppe über Patienten geäußert. Und was das Trio dann aus meiner Sicht perfekt macht, ist ein weiteres Mitglied in dieser Gruppe, wo dann plötzlich die Chatsverläufe verloren gegangen sind. Die sind gelöscht worden, erst vor wenigen Tagen, dem Vernehmen nach. Das ist ein gewisser Wolfgang Mückstein.
Auch der ist Mitglied in dieser Gruppe. Auch der muss zumindest in seiner Zeit, bevor er Minister gewesen ist, mitgelesen haben, welche Abartigkeiten dort sich gegenseitig ausgerichtet worden sind und wie abwertend man auch über Menschen in diesem Land gesprochen hat und wie abwertend man auch über Menschen mit medizinischen Bedenken und auch mit Krankheiten gesprochen hat. Also diese Runde, angeführt vom Gesundheitsminister über den Ärztekammerpräsidenten bis hin zu einem der wichtigsten Berater in der Corona-Krise. Also die haben sich da drinnen gütlich getan in dieser Gruppe und haben ein erschütterndes Menschenbild darüber gezeigt, wie Ärzte, und ich bin froh, dass es übrigens in dieser Gruppe auch Ärzte gegeben hat, die diesem Ding widersprochen haben, diesen Argumentationen, die da drinnen geführt worden sind. Das halte ich nämlich für sehr, sehr mutig, auch einem Ärztekammerpräsidenten und seinen Schergen dort zu widersprechen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt einige, die haben sich nicht mit Ruhm bekleckert und ich frage mich wirklich, wie es mit deren Ethik ausschaut. Ich möchte hier auch noch einmal den Dr. Martin Sell vor den Vorhang holen. Und zwar ist es damals darum gegangen, in diesem Chat, wie man mit einem Patienten umgeht, der in die Ordination zu einem Arzt kommt und sagt, ja, also er sieht die Impfung skeptisch und er würde lieber auf ein Medikament warten, das man dann einsetzen kann im Falle einer Corona-Erkrankung. Und dieser Oberarzt Dr. Martin Sell war dann derjenige, der dann auf Klaus Kinski verwiesen hat und der dann auch gemeint hat, im Wortlaut genau, lass dich doch impfen, du dumme Sau. Also das war die Abwandlung, die der Herr Dr. Martin Sell, einer der obersten Berater, in diesem Forum gegeben hat, einer der obersten Berater in der Corona-Krise der Bundesregierung. Und ich denke schon alleine diese Aussagen, und da gibt es viele weitere menschenverachtende Aussagen, die da drinnen von ihm getroffen worden sind, würden aus meiner Sicht dazu angetan sein, diesen Herrn einmal auf jeden Fall dort aus dem Verkehr zu ziehen, in diesen beiden Kommissionen, wo er drinnen ist, auf der einen Seite aus der Corona-Kommission und auf der anderen Seite auch aus dem nationalen Impfgremium. Die Frage, die ich mir bis heute stelle, ist übrigens auch, warum Ärztekammerpräsident Sekeresch solche Entgleisungen mitliest in dieser Gruppe, teilweise auch selbst dort noch Postings macht, und warum es da keine Disziplinarverfahren gibt, warum es hier keine disziplinären Maßnahmen gibt. Also wir wissen, dass gerade der Herr Präsident Sekeresch im Zusammenhang mit Corona sehr, sehr schmissig war mit Disziplinarverfahren und da wirklich aus meiner Sicht politisch willkürlich Ärzte zur Strecke gebracht hat, die einfach nur fundierte Kritik geäußert haben am Vorgehen der Ärztekammer oder am Vorgehen auch der Bundesregierung mit der Corona-Krise. Also da ist man sehr, sehr schnell gewesen mit Disziplinarverfahren. Der Dr. Sell hat meines Wissens noch keines und ich möchte auch den Ärztekammerpräsidenten jetzt von hier aus dazu auffordern, tätig zu werden. Er hat es heute gesagt, er möchte wieder antreten und er glaubt, er hat eine gute Arbeit gemacht. Also erstens einmal spreche ich ihm die gute Arbeit ab. Und zweitens, wenn er die noch irgendwie nachholen möchte, dann müsste den Dr. Sell jetzt einmal auch disziplinär belangen. Ein zweites Ding, was mich ziemlich erschüttert hat in dieser Gruppe, war ein abgewandeltes Gedicht von Kurt Tucholsky. Abgesehen davon, dass die Helden in dieser Gruppe nicht gewusst haben, dass das nicht von Kurt Tucholsky so geschrieben worden ist, sondern dass es ein Satirebeitrag im Magazin Titanic gewesen ist, finde ich es trotzdem bemerkenswert und eigentlich erschütternd, dass es hier in einem Gedicht, wo es um die Impfdebatte geht, zum Schluss heißt, sie fallen allen nur zur Last und doch, man soll sie nicht ermorden, es reicht ja auch der Knast. Also das ist ein Gedicht, das in dieser Gruppe auch publiziert worden ist, wo es dann unheimlich viele Likes gegeben hat, nämlich 74 Stück. Wir wissen natürlich, welche Ärzte das alle geliked haben. Und ich denke mir, nicht böse sein, aber das ist eine Vorgehensweise, die kann man nicht akzeptieren. Und als Ärztekammerpräsident kann man da drinnen nicht zuschauen. Also wenn darüber gesprochen wird, man braucht sie ja nicht gleich umbringen, man kann sie auch einsperren. Ja, dann sehen wir, auf welchem Niveau diese Debatte da drinnen angelangt ist. Und wie gesagt, also mich hat das wirklich ratlos zurückgelassen und eigentlich auch erschüttert. Ich habe mir die Mühe gemacht, viele dieser Personen, die das geliked haben, zu googeln und ich kann Ihnen eines sagen, das sind tatsächlich nicht irgendwelche Fake-Profile, das sind Ärzte, Gemeindeärzte, das sind teilweise Kammerfunktionäre und ich bin erschüttert über die Art und Weise, wie hier vorgegangen worden ist. Ich möchte Ihnen auch noch einen Einblick geben in das Wirken des Herrn Ärztekammerpräsidenten Sekeresch in dieser Gruppe, auch das ist interessant und zwar haben wir auf der einen Seite die Situation gehabt, dass millionenteure Impfkampagnen gefahren worden sind, dass man auch die Medien mit rund 500 Millionen Euro gefüttert hat, um die Linie der Regierung zu vertreten und kundzutun und gesagt hat, also die Impfung ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, irgendwie aus dieser Krise herauszukommen. Auf der anderen Seite postet der Herr Kammerpräsident Sekeresch am 24. April 2021
natürlich nur Insiderwissen in dieser Gruppe, und zwar postet er, dass es einen Nasenspray gibt, und zwar der heißt Coldamaris, und der schützt vor der Infektion. Das war eine exklusive Information für die Ärzte in dieser Gruppe, und ich stelle mir schon die Frage, wenn der Ärztekammerpräsident der Meinung ist, dass dieses Spray hilft, ich kann es nicht beurteilen, es kostet übrigens 9 Euro im Handel, aber wenn der Meinung ist, dass dieses Spray hilft, warum haltet man das geheim? Warum sagt man den Bürgern in diesem Land nicht auch? Also wir haben zumindest den Verdacht oder wir einen Grund dazu zu vermuten, dass dieses Spray bei Infektionen ein bisschen mindernd wirkt. Also warum macht man auf der einen Seite Milliarden oder Millionen, hunderte Millionen Euro teure Kampagnen und verweist nicht darauf? Also entweder hat der Ärztekammerpräsident einen Blödsinn geredet, da drinnen kann auch sein, oder man hat den Bürgern draußen wertvolle Informationen vorenthalten. Egal wie es ist, egal ob er Blödsinn gesprochen hat oder ob er Informationen vorenthalten hat, ist auf jeden Fall eines Ärztekammerpräsidenten aus meiner Sicht nicht würdig. Eine interessante Sache gibt es in diesem Zusammenhang noch, und das sieht auch, wie abgrundtief hässlich in dieser Gruppe gesprochen worden ist. Und zwar hat man dann darüber gesprochen, wie man im Falle von Triagen mit den Menschen umgeht. Und da wird eigentlich von der versammelten Ärzteschaft da drinnen gleich gesagt, ich hoffe, die Leitlinie steht, Geimpfte, Unimpfbare werden Ungeimpften immer vorgezogen und dann kommt erst alles andere. Da ist dann eine ethische Diskussion unter Anführungszeichen in dieser Gruppe ausgebrochen und dann ist eine Meldung gekommen, die hat mich auch einigermaßen schockiert, weil da ist ja darum gegangen, wann kommen die Ungeimpften dran, ja? Und wann ist wieder Platz für den Ungeimpften, und da ist dann darum gegangen, naja, was ist, wenn jetzt der Ungeimpfte zufälligerweise, weil er gerade unter Anführungszeichen zur falschen Zeit am falschen Ort ist, einen Platz da drinnen kriegt, und das ist dann so kommentiert worden, der stirbt aber vielleicht genau deshalb, weil er warten musste. Ist halt trotzdem einer gestorben, halt zeitversetzt. Dann hat der Covid-Vollpfosten quasi Glück, dass er zum richtigen Zeitpunkt röchelt. Das ist der Stil, der in dieser Gruppe vorgehalten wird, und ich denke, das kommentiert sich von selbst. Ich protestiere auch. Keine nicht geimpften Covid-Patienten mehr auf die Intensiv. Sie sollen schauen, wie sie es zu Hause alleine schaffen. Also auch das sagen Ärzte in dieser Gruppe. Triage, Ungeimpfte hintendran. Wenn die Covidler schneller hops gehen würden oder gesunden würden, dann wäre das Ganze herzlich unproblematisch. Also wenn die Ungeimpften schneller hops gehen würden, dann hätten wir keine Probleme. Das sind die Dinge, die in dieser Gruppe geschrieben worden sind, sind die Dinge, die der Ärztekammerpräsident mitgelesen hat, und das sind die Dinge, die bis heute, zumindest meines Wissens nach, disziplinär nicht geahndet worden sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe den letzten Hauptausschuss dazu genützt, um den Herrn Gesundheitsminister genau mit diesen Aussagen zu konfrontieren. Ich habe das auch gemacht und habe ihn gefragt, was er davon weiß. Erstens einmal, wann er in dieser Gruppe aktiv gewesen ist, warum seine Postings da drinnen verschwunden sind und ob er schon weiß, wie er mit diesem Dr. Sell umgeht, der immerhin in zwei wichtigen Beratungsgremien der Bundesregierung drinnen sitzt. Und wissen Sie, was der Bundesminister gesagt hat? Er weiß davon nichts. Also er weiß auch nicht, dass er in der Gruppe ist. Aber ich möge ihm das schriftlich mitteilen, weil dann wird er sich das anschauen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das wird auch passieren. Ich habe dem Herrn Bundesminister eine schriftliche Anfrage, die wird ihm heute zugehen, wo wir wirklich konkret nachfragen, was in dieser Gruppe passiert ist, wo wir ihm auch zur Kenntnis bringen, was da drinnen gesprochen worden ist. Und wo ich mir natürlich erwarte, dass diese Anfrage auch dazu führt, dass es Konsequenzen gibt. Ich glaube, wenn man irgendwie noch den Anschein von Sauberkeit erwecken möchte, weil faktisch hinbringen tut man es ohnehin nicht mehr in diesem Zusammenhang, dann müsste man den Dr. Sell jetzt einmal als erstes abberufen von seinen zwei wesentlichen Positionen. Dann müsste sich zweitens der Herr Ärztekammerpräsident nochmal dazu äußern, was er jetzt nun zu tun gedenkt. Nicht jetzt gerade hinausposaunen, ich werde nochmal als Präsident antreten, soll nicht einmal dauernd auf sich selber schauen, sondern soll einmal schauen, dass er diesen Verein im Griff hat und dass er da auch den Ansprüchen der ärztlichen Ethik gerecht wird und nicht immer selbst Werbung machen da drinnen. Und drittens, ja, muss sich auch der Herr Bundesminister drinnen erklären, in dieser Anfrage, was er in dieser Gruppe getan hat, wie er diese Gruppe wahrgenommen hat und was auch seine Konsequenzen daraus sind, dass es diese Gruppe gibt, die in erster Linie von Hass gegen Patienten, von unglaublich schmissigen Meldungen und von abgrundtiefen Aussagen geprägt war, die ich gar nicht mehr länger im Detail kommentieren möchte. Abschließend noch einmal, ich ziehe den Hut vor jedem Arzt, der diese Gruppe mitertragen hat, der da drinnen war und der schlussendlich den Mut gehabt hat, auch diesen
Ärzten, die hier so dermaßen abgelästert haben, Kante zu zeigen und denen zu sagen, liebe Freunde, was ihr tut, ist unethisch, das entspricht nicht unserem Berufsstand. Vor diesen Menschen ziehe ich den Hut.